bringen Sie uns zur Kathedrale, Kurt. Schön, Sie wieder an Bord zu haben, Kommandant. Idiot! Halten Sie sich den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Herausfinden. Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt?
ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken, die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lassen Sie niemanden auf die Brücke. Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen! Verflucht! Sind Sie verrückt? Peter, schnell! Zurück in den Panzer! Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Irgendwelche Befehle, Kommandant? Das Ziel bewegt sich noch! Ziel ausgeschaltet! Ich denke, wir sind startklar.
Treffer bestätigt. Ziel bewegt sich noch. Weiter auf das Ziel feuern. Bestätigter Treffer. Sie dürfen nicht zurückschießen. Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Ach Gott. Sieh dich doch um, Peter. Gott stehe uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kerz! Nicht so! Just give up!